Prozessauftakt nach dem Fund von Leichenteilen im Nordhorner Emsfechte-Kanal. Vor dem Landgericht Osnabrück beginnt am Mittwochmorgen der Strafprozess gegen zwei Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft einem ukrainischen Paar vor, für den Tod eines 51-jährigen Letten verantwortlich zu sein. Am 9. Februar sollen der Mann und die Frau bei einem Trinkgelage mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein. Mit einer Flasche soll der Mann dann erschlagen worden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-jährigen Angeklagten Totschlag und der 49-jährigen Angeklagten Beihilfe zum Totschlag und eine Beleidigung vor. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet dahingehend, dass der Angeklagte am 9. Februar das spätere Opfer mit massiven Schlägen auf den Oberkörper-Kopfbereich getötet haben soll und die Angeklagte das dabei gewesen sein soll, ihn quasi physisch unterstützt hat und deswegen sich der Beihilfe nach dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft schuldig gemacht haben soll. Die sterblichen Überreste des Todesopfers wurden verpackt in Tüten am 17. Februar im Emsfechte-Kanal in Nordhorn gefunden. Bei einer Suchaktion entdeckten Einsatzkräfte immer weitere Leichenteile des Mannes. Das Paar soll den Körper des Opfers nach der Tat zerstückelt haben. Dann bis zum Zeitraum 17. Februar sollen die beiden Angeklagten gemeinsam die Leiche zerteilt haben und dann in Tüten verpackt haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft bezieht sich auf die Tötung an sich. Das Zerteilen der Leiche kann gegebenenfalls im Rahmen der späteren Strafzumessung eine Rolle spielen. Dies obliegt aber der Kammer. Zum Prozessauftakt wollte das Gericht die Frage klären, wie der 51-Jährige ums Leben kam. Ein Geständnis hatten die Angeklagten bis zum Prozessbeginn nicht abgelegt. Den Gerichtssaal haben die beiden Angeklagten aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen teilweise gestützt von Mitarbeiterinnen der Justiz betreten. Im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts hier in Osnabrück sah das Pärchen sich dann erstmals seit ihrer Festnahme wieder. Sie haben sich einige Blicke zugeworfen, versuchten sich auch kurz zu unterhalten und leise Worte zu wechseln, was aber sofort unterbunden wurde. Ansonsten blieb das Paar vor den Kameras ruhig und relativ gelassen. Auf die beiden warten jetzt lange Verhandlungstage. Der Prozess wird bereits am morgigen Donnerstag fortgesetzt.